Willkommen zur 136. Ausgabe von Europe Calling. Und ganz besonders möchte ich unseren heutigen Gast begrüßen, Sven Giegold. Lieber Sven, schön, dass du da bist. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling. Und ich blende euch jetzt mal eine Folie ein, dann seht ihr, wie der heutige Abend ablaufen soll. Denn wir haben viel zu besprechen. Wie immer werden wir kurz eine kleine Einführung von Sven hören und dann vier Themengebiete mit jeweils 20 Minuten durchgehen. Die seht ihr hier. Und ganz wichtig, wie immer bei Europe Calling, könnt ihr ja eure Fragen stellen. Dazu nutzen wir heute das Tool Slido und unten auf der Folie seht ihr dann den QR-Code und den Link und den poste ich jetzt gleich auch nochmal in unseren Chat. Ganz wichtig dabei ist, im Slido gibt es vier Räume zu den vier Themengebieten, durch die Sven uns führen wird. Bitte wählt dann den richtigen Raum aus und stellt dort eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Sonst können wir das bei 2500 Anmeldungen, die wir heute haben, überhaupt gar nicht anders machen und es geht thematisch zu sehr durcheinander. Wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet. Beachtet das dann auch, wenn ihr die Fragen stellt, denn wir werden die Namen dann mit verlesen. Gut, so viel zur Technik. Ich bin ganz sicher, ihr kriegt das alle hin mit den verschiedenen Räumen. Und dann darf ich direkt an Sven übergeben. Sven Giegold war bis zum letzten Dezember Abgeordneter im Europäischen Parlament für Bündnis 90 Die Grünen und hat in dieser Zeit, wie viele von euch wissen, eben das Format Europe Calling auch ersonnen. Deswegen vielleicht so etwas wie der Gründungsvater. Und mit dem Regierungswechsel in Berlin ist er dann jetzt beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geworden. Und alles andere erzählt er euch am besten selbst. Lieber Sven, wir sind gespannt und freuen uns, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank. Danke, Max. Also deine Location ist auf jeden Fall irgendwie cooler geworden, seit du mein Büro verlassen hast oder mu verlassen musstest. Und ich habe mir lange überlegt, gehe ich jetzt wieder in irgendeinen Privatraum, so wie das früher immer war. Aber ich dachte mir, wenn schon Europe Calling, dann sollt ihr auch die ganze Show bekommen. Also so sieht das aus, wenn ich in der Regierung wie häufig in irgendwelchen Videorücksprachen bin. Und das ist schon ein bisschen anderes Setting als im Europäischen Parlament oder in irgendeiner Wohnung. Aber jenseits dessen erstmal schön, hier wieder zu sein. Und ich freue mich schon auf die Diskussion und die Fragen. Und ich will kurz vielleicht nach so etwa einem Jahr gefühlt in Berlin. Gefühlt deshalb, weil das für mich anfing mit den Koalitionsverhandlungen und mal berichten, was habe ich eigentlich so getrieben, was kann man hier erreichen und was auch nicht. Und bevor ich dazu was sage, will ich noch einen Disclaimer machen, weil natürlich ist es immer so, wenn man in irgendeiner Institution ist, dass man nicht so reden kann, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Das war immer so, weil in jeder Organisation ist das so. Aber hier in der Regierung habe ich lernen müssen, ist es noch krasser. Weil wenn ich was sage, redet eigentlich immer die Bundesregierung. Und das ist dann auch geeignet, sofort die entsprechenden Reaktionen zu erzeugen. Also muss ich bei allem, was ich sage, immer aufpassen, was ich sage und wie ich es sage. Und das begrenzt natürlich auch Offenheit und Direktheit von dem, was man so sagt. So, ich glaube, das ist auch irgendwie klar, aber ich will das vorab sagen, weil ansonsten ist das unehrlich. Ja, und ich muss sagen, seit meiner Zeit jetzt hier, vor allem hat sich irgendwie eins geändert, die Arbeit hier ist schon ziemlich anders als in einem Parlament. Das beginnt erstmal, wir haben hier 2300 Leute des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums, ein großes Ministerium. Und dann haben wir nachgeordnete Behörden, die auch jeweils riesig sind. Vielleicht das bekannteste, das Bundeskartellamt, aber auch eine andere wichtige Behörde, das BAFA, das zum Beispiel die Anträge bearbeitet, wenn ihr Zuschüsse haben wollt für zum Beispiel die Sanierung von Gebäuden im Altbau. Aber dahinter noch viele andere Akteure. Das heißt, hier im Haus gibt es einfach vor allem
Juristinnen und Ökonominnen, die seit sehr langer Zeit an den Themen arbeiten, zu denen wir hier jetzt Verantwortung tragen. Und das ist, gibt es natürlich im Parlament auch, aber die Größenverhältnisse sind anders. Und ich würde auch hinzufügen, dass es hier einfach viele Leute gibt, die unglaublich gut darin sind, in dem, was sie machen. Juristisch, ökonomisch, philosophisch, in dem, wie sie darüber nachgedacht haben, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven kommen. Und als wir hierher gekommen sind, haben wir uns eigentlich zwei Sachen vorgenommen. Erstens, wir wollen nicht gegen das Haus arbeiten, sondern mit dem Haus. Also das heißt, wir entwickeln Politik und konkrete Maßnahmen immer mit den Zuständigen. Und das Zweite ist, dass wir ganz bewusst auch sagen, wir respektieren die Mitarbeitenden in ihrer Vielfalt. Also das ist ja so, dass sowohl sehr viele hier drin im Haus sind, die über den Beamtenweg praktisch hier reingekommen sind. Hier können sich Leute bewerben, werden dann genommen und gehen dann ihren Weg, als auch diejenigen, die hier in Leitungspositionen gekommen sind und immer noch da sind, die aus vorigen Regierungen praktisch hier irgendwann mal angekommen sind. Und das Zweite, was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir in der Art, wie wir hier arbeiten, deutlich offener arbeiten. Und das hat uns hier im Haus sehr viel Applaus eingebracht, weil es jetzt eben nicht mehr so ist, dass wenn ein Referatsleiter im Raum mit dem Minister ist, sowieso klar ist, dass der Referatsleiter nichts sagen kann und höchstens die Staatssekretäre und unter Ausnahmebedingungen vielleicht mal die AbteilungsleiterInnen was sagen können, sondern hier läuft das jetzt sehr viel offener und kreuz und quer. Und das haben gerade viele der Expertinnen und Experten im Haus als große Veränderung und auch als Verbesserung wahrgenommen. Ja, dann die Frage, die ja auch Max in seinem letzten Tweet da, was bringt eigentlich mehr, was kann man hier erreichen? Und ich will nur eins mal an ein paar Beispielen zeigen, was hier geht und aber auch was nicht geht. Also die Basis des Arbeitens ist natürlich der Koalitionsvertrag und die Regierung tragenden Parteien und die hinter den Parteien stehende Mehrheit im Bundestag. Und das bedeutet natürlich, dass es Dinge gibt, die konnte man früher lustig fordern als Abgeordneter im Parlament, wo ich aber heute weiß, die stehen nicht im Koalitionsvertrag und es gibt keine Übereinstimmung zwischen den Parteien. Und dann ist das natürlich auch etwas, wo es nicht sehr viel Sinn ergibt, zu versuchen, das hier zu verfolgen. Dagegen gibt es eben andere Dinge, die stehen im Koalitionsvertrag oder da gehen Dinge zusammen. Und da kann man hier jetzt halt mit der Macht dieser Institution und auch der Bundesregierung wirklich große Dinge bewegen. Ich will das mal ein paar Beispiele benennen. Der Green Deal, den wir auf europäischer Ebene verhandelt haben, wo ich für die Bundesregierung praktisch die Verhandlungen leite. Da haben wir es geschafft, dass Deutschland nicht wie in der Vergangenheit bei der europäischen Klimapolitik der Obernörgler war, sondern dass wir dort im Rat ein wirklich anspruchsvolles Paket verhandelt haben und Deutschland dort Mittreiber war und nicht Bremser. Und das würde, wenn das jetzt richtig gesetzt wird nach den Verhandlungen mit dem Parlament, dann werden wir die Klimaschutzanstrengungen pro Zeiteinheit, also sagen wir mal pro Jahr, verdoppeln gegenüber dem, was wir jetzt haben. Damit sind wir noch nicht auf 1,5 Grad Pfad, aber wir sind mit großem Fortschritt die Weltregion, die beim Klimaschutz vorne dran ist. Das reicht noch nicht, wo wir hin müssen, aber es ist ein Riesenschritt. Und alleine das mit verhandelt zu haben und dafür hat sich das alles für mich eigentlich gelohnt. Anderes aktuelles Beispiel, als diese ganze Krise mit den hohen Preisen an den Tankstellen kam, haben wir sehr direkt mit Unterstützung der Koalitionspartner Vorschläge vorgelegt für eine Verschärfung des Kartell- und Wettbewerbsrechts. Das heißt, dass in Zukunft es möglich sein soll für das Bundeskartellamt, wenn Märkte vermachtet sind, dort einzugreifen und den in der Regel marktbeherrschenden großen Unternehmen wirklich mit Abhilfemaßnahmen dafür zu sorgen, dass dort Wettbewerb und offener Wettbewerb im Interesse von kleinen und mittleren Unternehmen und der Verbraucherinnen und Verbraucher besteht. Das bekämpft der BDI gerade in großer Schärfe
Und aber ich bin guten Mutes, dass wir das im Kern alles durchsetzen werden. Und dann ist das wirklich ein großer Schritt in Richtung einer starken Wettbewerbspolitik. Und das ist ein Projekt, was ich von Anfang an stark betrieben habe und mich freue, wie viele Leute es hier im Haus gibt, die das mir geholfen haben umzusetzen. Wir haben jetzt auch gerade die Entwürfe vorgelegt für die Eckpunkte für das Rüstungsexportkontrollgesetz. Das ist das erste Mal, dass Regeln für die Rüstungsexporte überhaupt Gesetzeskraft in dieser Weise bekommen. Also vor allem die Kriterien, nach denen Entscheidungen getroffen werden. Das bedeutet, dass restriktive Kriterien in Zukunft Verbindlichkeit bekommen und eben auch gesetzlich festgelegt werden. Das bedeutet nicht, dass jede Einzelabwägung so erfolgt, wie wir Grünen oder ich persönlich das gerne hätte. Aber es verbessert auch langfristig die Chance, dass auf der einen Seite Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit klarer gefasst und verbindlicher werden und auf der anderen Seite eine europäische Zusammenarbeit im Bereich der Rüstung verbessert wird. Und wie nötig das ist, zeigt ein Blick in die Ukraine. Es gibt aber auch weitere Sachen, für die ich zuständig bin, den Mittelstand. Wir arbeiten an einem sehr liberalen, offenen Zuwanderungsgesetz für die Einwanderung von Fachkräften, die ganz erhebliche Verbesserungen bringen wird, genauso wie Regeln hier im Inland, leichter Arbeit aufzunehmen, etwa für Flüchtlinge. Ich bin auch zuständig für den Bereich Bürokratieabbau. Ich erinnere mich noch an das Europe Calling, Max, was wir gemacht haben zu den erneuerbaren Energien und bürokratischen Hemmnissen in Deutschland. Wir haben ja die absurde Situation, dass die Erneuerbaren sind jetzt eigentlich die billigste Art, Energie zu produzieren und wurden daher systematisch behindert, weil natürlich man gegen etwas, was kostengünstiger ist, schlechter ankonkurrieren kann. Und wir bauen diese bürokratischen Hemmnisse jetzt ab. Und die Dinge, die wir damals zusammengelistet haben nach dem Webinar, die benutzen wir noch heute hier in der Gesetzgebung. Also wir haben inzwischen viele andere Hinweise bekommen, aber ich sage mal, die Kernpunkte, die haben damals die Europe Calling User schon zusammengebracht. Ich will noch eins sagen, was gerade heute passiert ist und dann ist auch erstmal gut mit meiner Einführung. Ich habe heute der Kollegin Buchheim ihre Berufungsurkunde übergeben für die Monopolkommission. Und ich bin zuständig für unser Haus, für die Wirtschaftsforschung, aber auch für die Begleitgremien der Bundesregierung, also der Sachverständigenrat und die Monopolkommission. Und beide haben jetzt, seit wir hier mit das Gestalten, eine weibliche Mehrheit. Und der Sachverständigenrat hat auch das erste Mal überhaupt eine weibliche Vorsitzende. Und dass wir erinnern sich manche Europe Calling User vielleicht auch noch dran, dass ich mich im Europaparlament immer rumgestritten habe, dass mehr Frauen in Finanztop-Positionen kommen. Und hier in der Bundesregierung ist uns das jetzt gelungen. Und damit das Interessante ist, die Frauen, die wir da berufen haben, sind in ihren Credentials, gerade im Sachverständigenrat, also die sind nicht schwächer als die Jungs, die wir da berufen, sondern im Gegenteil. Also es sind auch Top-Ökonomen und das zeigt, auch da gehen Veränderungen. Aber ich will damit an den Beispielen sagen, für Klimaschutz, Bürokratieabbau, für die europäische Vertiefung, ebenso für eine restriktive Rüstungsexportkontrollpolitik, aber auch die Stärkung der KMUs in Deutschland, das sind alles Dinge, die ich hier betreiben kann und wo viel nach vorne geht. Und das ist befriedigend. Man kann hier, also und auch ich kann hier natürlich immer unter der Letztentscheidung von Robert Habeck und dann letztlich dem Kabinett, aber ich habe hier den Raum, genau wie meine Kolleginnen und Kollegen auch, trotz all der Krise und dem Druck, der daher auf uns herrscht, arbeiten wir systematisch weiter an diesen Elementen für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft. Und davon sind wir auch nicht abzubringen, sondern gehen das systematisch an. Ich würde aber jetzt lieber, statt noch mehr zu reden, direkt in den Dialog mit euch gehen und freue mich auf die vielen Fragen. Vielen Dank, lieber Sven.
für diesen Start. Jetzt muss ich dich mal kurz hier wegpinnen, sonst sieht man mich nämlich nicht. So, wir gehen dann gleich mal in den ersten Raum. Ihr habt das schon sehr gut gemacht mit den verschiedenen Räumen auf Slido. Sven, du kannst auch auf den Link gehen, wenn du magst, dann kannst du sie auch schon mal angucken. Beginnen jetzt einfach mal mit dem Bereich Europapolitik, Green Deal. Das interessiert viele Menschen. Ich fange einfach mit dem an, der am höchsten gewotet wurde, von André Langwost. Der fragt dich: Wie steht es mit einem massiven Ausbau der europäischen Solarindustrie? Das Treffen gestern, Allianz für Transformation, ist schon gut, aber wann gibt es da Konkretes? Ja, im Moment hat erstmal der BMWK-Server hier den Link zu deinem Slido gesperrt. Ich komme da nicht direkt drauf. Insofern bin ich auf dich wieder angewiesen, wie immer bei technischen Problemen. Der Punkt ist, also erstmal muss man sagen, dass wir haben ja große Teile der Solarwirtschaft verloren, auch durch eine verfehlte Industriepolitik rund um das EEG. Wir hatten ja mal eine große Solarindustrie in Deutschland, aber auch in anderen EU-Ländern, und wir haben zugelassen, dass Solarmodule, vor allem aber auch andere Teile, die faktisch subventioniert wurden, gegen weniger subventionierte Industrien hier bei uns antreten mussten, ganz unabhängig von anderen Kostendifferenzen. So, deshalb haben wir auch sehr unterstützt, dass die EU-Kommission vorgeschlagen hat, eine eigene Allianz für die Solarwirtschaft aufzubauen. Das wird sie jetzt auch tun und vorantreiben. Das ist Teil des sogenannten Repower-EU-Pakets, womit die Energiewende in Europa weiter beschleunigt werden soll. Das sind Vorschläge, die noch über den ursprünglichen Green Deal hinausgehen, als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und diese dort vorgeschlagene Allianz für die Solarindustrie, die haben wir vorgeschlagen und dafür sehr viel Unterstützung bekommen und jetzt auch die Kommission überzeugt, zu begleiten mit einer Plattform für Transformationstechnologien. Und da geht es jetzt nicht nur um die Solarwirtschaft, sondern auch um Wind, um Elektrolyseure, um Wärmepumpen, um Kabel und Stromnetze, also um all die Elemente, die wir für eine Energiewende brauchen. Und zwar darum, dafür zu sorgen, dass die tatsächlich erfolgreich, innovativ in Europa auch hergestellt werden. Und da wird Europa jetzt seine Kräfte poolen. Und dazu muss man sagen, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen. Denn die Vereinigten Staaten von Amerika haben extrem großzügige industriepolitische Maßnahmen beschlossen. Das ist auf der einen Seite gut, weil Amerika endlich mehr tut im Klimaschutz. Aber das bedeutet, dass dort so rund 800 Milliarden in die Hand genommen werden, um dort Investitionen in die Transformationsbereiche zu fördern. China tut das schon lange und wir haben gleichzeitig weitgehend offene Märkte. Und die Gefahr ist sehr groß, dass die Zukunftsinvestitionen eben wieder nicht in Europa stattfinden. Und damit wird sich die EU jetzt beschäftigen. Das ist auch dringend notwendig, um hier für fairen Wettbewerb zu sorgen. Das ist der Stand an der Stelle. Und man muss das sehr ernst nehmen, im Guten wie im Schlechten, was dort passiert. Aber klar ist, wenn wir hier mit dem Green Deal die Energiewende beschleunigen, dann haben wir ein großes Interesse daran, dass auch die europäischen Industrien in dem Bereich davon profitieren. Danke dir. Ich habe jetzt in dem Bereich, haben wir noch einige Fragen, die von Alexander Rockel. Das ist eine gute Frage, die ist aber zum Mieterstrom. Das würde ich, Sven, eher im Bereich Mittelstand sehen. Oder ist das für dich so, da kommen viele Bürgerenergiefragen. Will ich mit dir dich noch fragen, willst du das hier, wollen wir hier Bürgerenergie machen oder lieber im Bereich Mittelstand, Bürokratie? Ist dir das lieber? Ja, es kommt noch thematisch hinzu, dass ich zu einigen energietechnischen Fragen ich gar nicht zuständig bin. Und sobald das da zu technisch wird, mische ich mich in die Arbeit anderer Leute ein und das darf ich so ohne weiteres gar nicht. Deshalb kommt es auf die konkrete Frage an und dann kann ich dazu was sagen und wo ist mir wurscht.
Okay, dann stelle ich die erstmal zurück. Dann finde ich aber eigentlich eine ganz wichtige Frage, die eine zentrale Frage kommt von Ivan. Ivan ist bei Schools for Future und der fragt, wie ist es geplant, der vom IPCC berechneten CO2-Budget für 1,5 Grad mit 66%iger Wahrscheinlichkeit nicht zu sprengen? Also eine andere Frage, wie erreichen wir die Klimaziele und wie seid ihr da auf Track als Ministerium? Naja, die Debatte um das Budget ist ja bekannt und was dort möglich ist und was nicht. Wir haben Klimaschutzziele, die haben wir im Koalitionsvertrag festgelegt und auf dieser Basis machen wir Politik. Und natürlich ist das ist die Art, wie wir hier arbeiten. Wir arbeiten nicht entlang eines Budgetansatzes. Wir arbeiten entlang der Klimaziele und die sind eben entsprechend verschärft worden nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und auf der Basis machen wir praktisch Klimapolitik, die in diesen Rahmen passen muss. Und es ist auch ja kein Geheimnis, dass wir auch der Meinung sind, dass das für alle Sektoren gilt und sich da kein Sektor herausnehmen kann. Das ist, glaube ich, die ehrliche Antwort darauf. Danke dir. Dann glaube ich, in dem Bereich auch noch spannend ist die Frage von Moritz Rüller. Es ist viel die Rede von Ausbauzielen für erneuerbare Energien. Was kann angebotsseitig denn getan werden, um diesen Zielen, weil wir es gerade zu Zielen hatten, näher zu kommen? Also Fachkräfte, Ressourcen in diesem Bereich. Ja, also das Haus verfolgt eine eigene Ressourcenstrategie, auch im Rahmen der Bundesregierung. Und die hat mehrere Säulen. Wir haben auch ein deutsch-französisches Papier in die EU-Beratungen eingebracht. Und da geht es sowohl darum, den Zugang zu Rohstoffen zu sichern und zu diversifizieren, weil Deutschland ist eben in hohem Maße wie die EU abhängig bei kritischen Rohstoffen, vor allem von China, teilweise auch von Russland. Das ist ungesund und bringt uns auch in gefährliche, auch politisch gefährliche Abhängigkeiten. Entscheidend ist aber, dass wir nicht einer Politik folgen, wir wollen alle Ressourcen, egal woher, sondern dass das Sourcing, also die Quellen von Rohstoffen, unseren Werten auch entsprechen müssen. Also das bedeutet eben Nachhaltigkeitsstandards bei der Rohstoffgewinnung. Und gleichzeitig ist entscheidend, in dem Bereich Recycling und Kreislaufwirtschaft weiterzukommen, weil je länger wir die Rohstoffe im Kreislauf führen, desto weniger neue Rohstoffe müssen wir immer wieder irgendwo auf der Welt aus der Erde buddeln. Das ist das eine. Das Fachkräftethema ist absolut zentral und ich wundere mich manchmal über manche Pläne, die da so gemacht werden. Also zum Beispiel kann man ja Studien veröffentlichen und sagen, wir verX-fachen jetzt einfach die Sanierungsrate der Gebäude. Das hätten wir auch gerne. Nur leider gibt es die Leute gar nicht, die das können. Und selbst wenn wir wirklich eine sehr große Offenheit in Zukunft zeigen werden, was Fachkräfteeinwanderung angeht, wir werden diese Leute nicht bekommen. Und wenn, dann fehlen sie anderswo. Also das bedeutet, es gibt echte Restriktionen, auch gerade für die Transformation unserer Wirtschaft. Selbst in solchen Krisenzeiten wirtschaftlich zeigt unsere Prognose, für die Konjunkturprognose fürs nächste Jahr, dass diese Krise auf dem Arbeitsmarkt fast keinen Effekt haben wird. Und das bedeutet, uns fehlen schlicht die Leute, um das wirklich auszurollen. Wichtig ist daher, dass wir Strategien fahren, die große Transformationswirkung haben und möglichst wenig von diesen knappen Ressourcen brauchen. Also Stichwort zum Beispiel serielles Bauen und Sanieren. Dass man also nicht Haus für Haus das macht, sondern ganze Straßenzüge und dadurch Ressourcen spart und mit weniger Fachkräften mehr erreichen kann. Und darüber hinaus werben wir halt systematisch auch für die Ausbildung. Also das bedeutet, dass mehr junge Leute sagen, ich gehe nicht an die Uni, sondern gerade Klimaschutz kann ich genauso gut zum Beispiel voranbringen, wenn ich ins Handwerk gehe, weil wenn wir die Leute im Handwerk nicht haben, dann werden wir unsere schönsten Pläne nicht realisieren können. Und diese Ungleichbehandlung, Ausbildung im Handwerk irgendwie schlecht und an die Uni gehen, super, da auch in der Reputation,
Dagegen werden wir mit einer eigenen Öffentlichkeitskampagne angehen, um die Menschen zu motivieren, sich hier hinein zu, auch in die Ausbildungsberufe zu gehen, wo übrigens auch gerade im Handwerk die Löhne gerade am Steigen sind und dadurch auch der Anreiz größer wird, in diese Sektoren zu gehen. Danke dir. Ich will nur gerade sagen an all die Leute, die jetzt hier in diesem Bereich Fragen zu Mieterstrom, Bürgerenergie und Bürokratieabbau machen, das würde ich alles in den Top 3 überführen. Da haben wir auch schon noch mehr Fragen dazu und dann daraus einen kleinen Fokus machen. Also nicht wundern, wenn ich die jetzt nicht dran nehme, nur weil auch wenn die viele Votes haben, da mache ich jetzt einen eigenen Bereich dann einfach draus. Dann deswegen kriegst du die nächste Frage, da bin ich mal gespannt. Nadine M., vielleicht ist es eine Nadine, die wir kennen, Kriegs- und Krisenprofiteure zur Kasse bitten, warum eigentlich Übergewinnsteuern nur auf Energiekonzerne und nicht zum Beispiel auf Rüstungskonzerne wie Rheinmetall und Co.? Ja, also erstmal, liebe Nadine, dazu Folgendes. Es gibt in dieser Bundesregierung keine Übergewinnsteuern, es gibt nur Besteuerung von Zufallsgewinnen. Das ist ein großer Unterschied und daraus will ich auch festhalten. Das Zweite ist, der europäische Beschluss, diese Übergewinne oder Zufallsgewinne zu besteuern, das ist ein riesiger Schritt gewesen, dass wir das hinbekommen haben, dass die EU-Kommission das hinbekommen hat, weil es bedeutet, dass im Mehrheitsverfahren europäisch beschlossen wurde, Übergewinne zu besteuern. Hat es noch nie gegeben in dieser Form und ist ein echt großer Schritt und das ist auch gerechtfertigt aus der Notsituation, die diese Energiekrise jetzt bringt. Und das ist die Rechtsgrundlage, auf der wir uns europäisch geeinigt haben. Und Deutschland setzt jetzt im Grunde um, was wir da europäisch beschlossen haben. Und dieser Beschluss bezieht sich aber eben auf die Bereiche, die du auch genannt hast. Und darüber hinaus gibt es einen solchen Beschluss nicht. Und es ist mitnichten so, dass jetzt hier eine riesige Kriegsproduktion bereits am Laufen wäre. Eine der Dinge, das kommt vielleicht nachher noch, die ich gelernt habe, industriell sind unsere Rüstungsunternehmen Manufakturbetriebe. Selbst wenn man denen sagt, produziert mehr, weil wir das in der Ukraine brauchen, können das gar nicht. Das dauert Jahre, bis entsprechende Güter produziert werden. Also dass das jetzt vergleichbar wäre mit den Großunternehmen, die da im Energiesektor sehr viel im Moment verdienen. Ich glaube, das geben die Bilanzen nicht her. Dankeschön. Dann die nächste hochgewurzte Frage ist von Christina Deckwirth von Lobby Control. Die fragt, wie sieht es mit der Moskau-Connection, in Anführungsstrichen im Ministerium, aus und dem Spionageverdacht, der ging ja auch durch die Medien. Wie läuft da jetzt die Zusammenarbeit mit den betroffenen Personen? Ja, das ist eine klassische Frage, liebe Christina, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Und ich bin damit auch nicht befasst. Und wenn ich es wäre, dürfte ich da nichts zu sagen. Ich kann auch nicht bestätigen oder dementieren, was dazu in der Presse steht. Also einfach kein Kommentar. Gut, dann geht's weiter. Und jetzt zwar mit einem europäischen Energiethema und das kommt hier öfter mal vor. Deswegen, Angelika Trach fragt, warum ist die Bundesregierung gegen den Gaspreisdeckel, den Ursula von der Leyen vorgeschlagen hat? Und ich packe da Jutta H. noch dazu, die schreibt, wie sieht der Austausch mit Frankreich zu energiepolitischen Fragen aus? Das gehört ja so ein bisschen zusammen, würde ich mal insinuieren. Also ich will mal so sagen, ich habe sehr viel Gespräche mit unseren französischen Kollegen zu energiepolitischen Fragen und da gibt es Themen, in denen man übereinstimmt und Themen, in denen man nicht übereinstimmt. Und der Running Gag ist immer, don't mention anything, was mit Nuke irgendwie anfängt. Also das ist, der EU-Vertrag sieht eben vor, dass die Länder ihren Energiemix selber bestimmen können. Die EU kann bestimmen, wie stark der Klimaschutz ist, daraus abgeleitet auch ein Ausbau von Erneuerbaren, das ist möglich. Aber ob ein Land Atomkraftwerke hat oder nicht und was es dazu denkt,
Das ist eben nicht gemeinsame Politik. Und da sind Deutschland und Frankreich auch ganz dezidiert unterschiedlicher Meinung. Und das muss man auch sagen, auch ganz generell. Also auch die Opposition in Deutschland, mit Ausnahme der AfD, will ja raus aus der Atomenergie. Und der ganze Diskussion geht jetzt nur um die Zeiträume. Und da auch im Vergleich zu früheren Debatten relativ kurze Zeiträume. Und da haben wir jetzt eine klare Einigung in der Bundesregierung und die wird jetzt auch so beschlossen. Und das bedeutet, aber mit Frankreich, der Dissens ist offensichtlich. Also Frankreich glaubt an die weiteren Ausbau der Atomenergie und wir glauben, dass das Geldverschwendung ist. Und von Ökologie und allen Sicherheitsfragen will ich gar nicht anfangen. Insofern bedeutet das aber natürlich, dass zum Beispiel wir immer wieder den Eindruck haben, dass Frankreich kein übersteigertes Interesse an einem eng europäisch vernetzten Energiesystem hat. Weil natürlich die Frage ist, ob das eigene Modell noch wettbewerbsfähig ist. Er bekannt, dass es große Debatten gibt um die Verbindung zwischen der Iberischen Halbinsel und Frankreich. Und auf der Iberischen Halbinsel kann man eben sehr günstig erneuerbaren Strom produzieren und in Zukunft auch erneuerbaren Wasserstoff. Und ob man da jemals wieder mit Atomenergie gegen ankonkurrieren kann, würde ich sehr bezweifeln. So, und das macht diese Debatten schwierig. Und gleichzeitig gibt es Übereinstimmung. Frankreich will auch mehr für Erneuerbare tun, nachdem da lange wenig passiert ist. Frankreich ist solidarisch und wir sind solidarisch mit den Franzosen in dieser Energiekrise, was das gegenseitige Liefern von Strom und Gas angeht. Und wir organisieren das auch in enger Kooperation und gemeinsam. Aber schwierig. Andere Bereiche der deutsch-französischen Zusammenarbeit sind deutlich einfacher. Die andere Frage war, warum wir den sogenannten Gaspreisdeckel ablehnen. Der Grund ist schlicht der, dass wenn ich den Preis deckele, dann passiert ja Folgendes. Erstmal besteht die Gefahr, dass der Verbrauch steigt. Wenn der Verbrauch steigt, muss man gleichzeitig die Nachfrage begrenzen mit anderen administrativen Maßnahmen. Also der Deckel führt sehr wahrscheinlich in die Gasrationierung. Und das heißt, da muss der Staat entscheiden, wer kriegt noch Gas und wer nicht. Und das ist eine Welt, in der wir möglichst nicht sein wollen. Die Vorstellung, dass der Staat entscheidet, wer, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in unserer gesamten Gaslieferzone, wer bekommt wie viel Gas und wer bekommt es eben weniger, das ist eine Situation, in die wir nicht kommen wollen. Was wir wollen ist, dass Europa alles tut, um auf der einen Seite den Verbrauch koordiniert zu senken und auf der anderen Seite das Angebot zu stärken, sodass wir eben aus dieser Welt der hohen Preise herauskommen. Also Gemeinsamkeit besteht mit der EU-Kommission im Ziel, dass die Preise runter müssen. Die machen Europa sozial und wirtschaftlich kaputt. Uneinigkeit besteht darin, ob das intelligenteste Mittel dazu ist, einen Cap zu machen. Und Übereinstimmung besteht auch darin, dass Europa gemeinsam Gas einkaufen sollte, statt dass lauter Nationalstaaten im Wettbewerb um die global knappen Ressourcen sich auskonkurrieren. Das war sicher kein Ruhmesblatt der letzten Monate. Und dass die EU-Kommission hier jetzt den gemeinsamen Einkauf vorschlägt, das finden wir gut. Danke dir. Dann würde ich jetzt diesen Bereich abschließen mit einer letzten Frage. Unsere einzige Frage bisher auf Englisch, also gerne auch nochmal an der englischsprachigen Zuschauerin. Ihr dürft auch sehr gerne auf Englisch fragen. Es ist eine interessante Frage von Marc-Olivier Hermann von Oxfam aus Brüssel. Are you following the negotiations on the Corporate Sustainability Due Diligence Directive in the Council? Why is Germany not more supportive on key issues? Well, I keep following this, but not directly. So it's in the main responsibility of my colleague Udo Philipp. However, in the German government, we have ensured that Germany is comparably progressive on this matter.
And of course, inside of the government, it was not easy to agree with each other on our common position. And the normal thing in the German government is quite unlikely most EU member states that quite unlike other EU member states and most EU member states, we always have to agree with each other. So when we take a position in Brussels, the different parts of the government have to coordinate. And the big risk is always the so-called German vote. So which means Germany has no position because it can't agree. But this means on the other side, we have to make compromises. And on some key issues, the German position is comparably progressive. And the EU supply chain legislation goes further than the German law, which we already have. And German Greens have pushed a lot for this. We have also ensured the support to the basic lines of the Commission proposal. And this is what we are doing, including the issue of civil liability. So therefore, I would not agree that our position is comparably regressive. On the other side, it's a compromise. It's not from the green textbook alone. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt in den zweiten Bereich gehen. Also alle gerne, die beim Slido auf die Fragen gucken, in den Raum Nummer 2 gehen. Da sind auch schon ganz viele Fragen drin, auch sehr spannende Fragen. Wie gesagt, Bürgerenergien und alles, was damit zu tun hat, nehme ich in den Bereich 3. Deswegen fange ich jetzt an mit der Frage von Stefanie Ristig-Presser. Und das ist einfach eine so schöne Frage für dich. Ulrike Herrmann führt in ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus aus, dass eine Wirtschaft nicht mehr wachsen dürfe. Was ist Ihre Haltung dazu? Ja, wir haben ja bei Europe Calling mit Ulrike Herrmann das auch schon mehrfach diskutiert. Insofern ist das ein bisschen lustig, das auch alles nachzusehen. Aber mal ganz grob, hat mich immer gewundert, was diese Sache mit dem Wachstum soll. Also manche sind fetischisiert für hohe Wachstumsraten, andere sagen fetischisierend, dass die Wirtschaft dürfe nicht mehr wachsen. Beides basierend auf einem Indikator, dem Bruttoinlandsprodukt, das ganz viele Maßprobleme hat. Wir haben ja mit unserem Jahreswirtschaftsbericht das erste Mal ein breiteres Indikatorensystem als nur die Orientierung auf das BIP vorgelegt. Also das Wirtschaftsministerium ist zuständig für die Berichterstattung über die Entwicklung der Wirtschaft und wir gucken eben jetzt nicht mehr auf das BIP. Jetzt weiß ich gar nicht, warum mir Ulrike Herrmann vorschlägt, dass ich dieses Ziel wieder so hochsetzen soll, wenn auch mit dem Ziel, dass es nicht mehr wächst. Also das heißt, die Menge der Güter und Dienstleistungen gemessen in Geld unter Beachtung der ökologischen Grenzen. Ob das wachsen kann oder nicht, das weiß ich gar nicht. Das hängt von der Technologie ab, das hängt von der Kultur ab. Welche Güter und Dienstleistungen werden wie produziert, wie konsumiert, das hängt von unserer Fähigkeit ab, unser Leben zu ändern. Und daher sehe ich gar nicht ein, warum Ulrike Herrmann vor aller weiteren Welterkenntnis weiß, dass es nicht mehr wachsen darf. Und sie ist ja auch sehr stark in ihren Worten, deshalb bin ich das an der Stelle auch. Und ich finde, man sollte sich davon lösen. Wir sollten über die ökologischen Grenzen reden. Die müssen durchgesetzt werden. Klima, Biodiversität, Vergiftung und so weiter. Und auf der anderen Seite, wie viel Wirtschaft dann innerhalb dieser Grenzen noch möglich ist, das hängt eben auch von der Innovationskraft sozial wie ökonomisch ab. Und das sollte unser Handeln nicht steuern. Unser Handeln sollten die planetarischen Grenzen steuern. Und nicht ein sowieso komischer Indikator BIP, wenn man den länger hinterfragt, dann so. Und ein letzter Satz dazu vielleicht noch, was ich aber schon glaube, ist, dass unsere materiellen Bedürfnisse nicht ewig wachsen können auf einem und schon gar nicht exponentiell auf einem begrenzten Planeten. Also auf jeden Fall geht es um Grenzen, auch um Wachstumsgrenzen, aber diese ganze Messerei im BIP, das führt nur in eine irrige Debatte. Das ist meine Überzeugung. Dazu passt dann auch sehr gut die Frage von Peter Dennebaum.
und auch anderen, die zu dem Bereich fragen, hier wir jetzt alle mal mit zusammen. Peter fragt, wann wird der Prozess mit der solidarischen Wirtschaft bzw. Gemeinwohlökonomie starten und wie wird er genau aussehen? Ja, also mit dem Thema hatten wir einige Schwierigkeiten, die ich nicht alle offenlegen kann. Also wir werden ein Förderprogramm auflegen, das immer noch nicht öffentlich ist, aus Problemen, die mit, ich sage mal so, technischen Schwierigkeiten zu tun. Also da ging es wirklich nicht um Politik, sondern um administrative Fragen. Aber das Förderprogramm kommt, 90 Millionen Euro für den Bereich der gemeinwohlorientierten Unternehmen und Social Startups. Das wird das größte Förderprogramm, was es bisher gab in Deutschland, zur Stärkung von Unternehmerinnen und Unternehmen, die eben gemeinwohlorientiert unterwegs sind. Und das zweite ist die nationale Strategie zur Förderung von Sozialunternehmen und gemeinwohlorientierter Wirtschaft. Da arbeiten wir eng zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und auch das wird in Bälde gestartet. Wir haben auch neue Mitarbeitende hier im Haus, die sich darum kümmern und zusammen mit dem bestehenden Personal und es geht bald los. Aber die ungeduldigen Fragen sind berechtigt und mir geht es genauso. Danke dir. Dann versuche ich noch mal ein bisschen die Energiefragen weiter zu clustern und lieber noch in allgemeine Wirtschaftspolitik zu gehen. Und da ist zum Beispiel, denke ich, jetzt ging durch die Presse, Spanien als auch die Niederlande treten aus dem Energy Charter Treaty aus. Die Frage von Florian Kriese ist, wie ist der Stand, wann tritt Deutschland aus und wie ist der Stand da noch bei anderen europäischen Ländern? Ja, auch das liegt nicht hauptsächlich in meiner Zuständigkeit, aber im Bereich der Handelspolitik gibt es ja einen Ampelkompromiss, sag ich mal, der die Neuausrichtung der deutschen Handelspolitik mit sich bringt. Auf der einen Seite für neue Handelsabkommen, aber nur, wenn die in einigen zentralen Punkten anders aussehen. Da geht es vor allem darum, dass der Investitionsschutz auf seine Kernfunktion zurückgeführt wird und eben nicht mehr möglich sein darf, dass man zum Beispiel Länder verklagt, die ihre sozial-ökologischen Standards anschärfen, sondern es geht wirklich um den Eigentumsschutz. Und zum Zweiten müssen sozial- und ökologische Standards verbindlich in den Abkommen verankert werden. Und das ist unsere Leitschnur in diesem Ampelpapier zur Handelspolitik stehen zudem auch ein Hinweis zur Energiecharta. Und wenn man das genau liest, kann man lesen, dass in der Bundesregierung es da unterschiedliche Auffassungen gibt. Ich nehme aber mit Interesse wahr, wie viele Länder inzwischen da austreten wollen. Das sind nämlich nicht nur Spanien und die Niederlande. Ich habe auch den Eindruck, auch Polen hat, also wenn man das Wort Energiecharta verwendet, dann rollen die Kollegen immer die Augen. Also die sind da also überhaupt nicht für. Also es gibt viele Länder, die überlegen, da rauszugehen. Und ich sage mal, wir haben als Regierung dazu eben keine klare Position bisher eingenommen. Aber ich sehe eine Dynamik, die in diese Richtung geht. Das Ärgerliche in jedem Falle ist mit diesem Ding, dass der Grund, warum es mal überhaupt geschlossen wurde, nämlich vor allem auch Russland einzubinden, ist nicht gelungen, weil die haben das nie scharf gestellt. Und auf der anderen Seite ist der Vertrag so, dass über 20 Jahre die Bindungswirkung anhält. Und das bedeutet, selbst mit einem Austritt hat man die Konsequenzen noch 20 Jahre am Hals. So, das ist natürlich kein Argument, jetzt nicht auszutreten. Aber ich will nur sagen, man wird die Sache sowieso nicht los. Und deshalb sind die beiden Strategien, die Charta zu reformieren, als auch auszutreten, in einer gewissen Weise nachvollziehbar. Weil auch wenn man austritt, hat man das alte Ding noch am Hals, während wenn man es reformiert, kann man zumindest bessere Regeln praktisch sofort haben. Aber ich habe angedeutet, wir sind nicht zusammen und ich sehe einen gewissen Zug raus aus diesem Abkommen in Europa. Danke dir.
Ich würde damit noch gerne eigentlich verbinden, eine Frage, die, finde ich, in diesem Bereich auch sehr wichtig ist und wozu du im Europaparlament ja mehr gearbeitet hast. Und da würde mich auch mal interessieren, ich glaube, andere Leute auch, wie, was du da aus der Regierung so tun kannst oder aus dem Ministerium. Klaas Behrens-Scholwien fragt, was siehst du gerade als größtes Hindernis für eine deutsche, europäische und internationale gerechtere Einkommens-, Vermögens- und Unternehmensbesteuerung? Ja, also es ist, glaube ich, ehrlich gesagt, dass der Koalitionsvertrag für die deutsche Steuerpolitik keine Umverteilung relevanterweise vorsieht. Und ich habe das in dem Europe Calling direkt nach den Koalitionsverhandlungen hier auch sehr offen gesagt. Es gibt Bereiche, da sind die Handschriften unterschiedlicher Parteien unterschiedlich deutlich. Und im Bereich der Steuerpolitik ist sehr viel FDP im Text. Und so umgekehrt gibt es andere Bereiche dieses Vertrages, da ist sehr viel Grün im Text. Allerdings, die FDP hat damals nicht bekommen, dass man irgendwelche Steuern absenkt, sondern sie hat eben im Wesentlichen abgewehrt, zum Beispiel die Forderungen der Sozialdemokraten und der Grünen, bei einer Vermögensbesteuerung weiterzugehen oder den Spitzensteuersatz zu erhöhen und so weiter. Solche Vorschläge sind im Text nicht enthalten. Was aber enthalten ist, ist ein gemeinsamer Kampf gegen Steuertricksereien und Steuerflucht, aggressive Steuervermeidung. Und auch ein Bekenntnis zu den internationalen Mindeststeuersätzen für die Großunternehmen. So, was wir jetzt erreicht haben, ist, im nächsten Jahr wird es ein Steuerfairnessgesetz geben, wo wir etliche der aggressiven Steuervermeidungsmethoden angehen. Betrifft so vor allem international, aber auch Dinge, die innerhalb Deutschlands passieren. Das Zweite ist, dass wir jetzt einen großen Schritt gemacht haben mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2, was wir gerade jetzt ins Kabinett gegeben haben. Und da kommt auch noch ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz 3 und noch ein eigenes Anlauf des Bundesfinanzministeriums zum Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland. Deutschland ist ja ein Geldwäscheparadies mit absurden Selbstbegrenzungen, wieso wir für schmutziges Geld aus aller Welt sehr attraktiv sind. Dagegen, das stand auch im Koalitionsvertrag, wird angegangen und da ist das Bundesfinanzministerium auch richtig hinterher. Und da arbeiten wir mit denen auch entsprechend natürlich zusammen. Und dann gibt es noch einen Bereich, der wirklich groß ist. Die vorige Bundesregierung hatte ja unter anderem auch Olaf Scholz selber diese internationale Mindestbesteuerung bei Großunternehmen erreicht. Und dieser Mindeststeuersatz, auch wenn er niedrig ist, ist ja immer noch nicht Gesetz in Europa. Und zwar deshalb, weil Ungarn die Einstimmigkeit im Rat blockiert. Vermutlich, weil sie sich darüber ärgern, dass bestimmte europäische Gelder derzeit nicht nach Ungarn fließen, wegen der Rechtsstaatsprobleme. Und wir hatten gerade heute wieder eine sehr interessante Diskussion mit unseren französischen Kollegen. Und es ist völlig klar, wenn Ungarn da weiter blockiert, dann werden Deutschland, Frankreich und im Grunde vermutlich am Ende praktisch alle anderen EU-Länder diese Mindeststeuer jeweils national koordiniert mit den anderen einführen und sich nicht mehr länger von Ungarn davon abhalten lassen, zumindest mal Mindeststeuersätze, die international vereinbart sind, auch durchzuführen. Gut, dann würde ich jetzt mal ein bisschen anfangen, in den Bereich Bürgerenergie und Bürokratieabbau zu gehen. Die Fragen sind so ein bisschen über die Bereiche verteilt. Ich versuche die mal so ein bisschen zusammenzubinden durch Sven. Einmal fragt Alexander Rockel, wird daran gearbeitet, Mieterstromkonzepte, zum Beispiel Photovoltaik, auf Mehrfamilienhäusern für kleine Privatvermieter umsetzbar zu machen. Und dazu gehört auch dann die Frage von Stefan Schmidt, wann werden die bürokratischen Hürden bei der Errichtung von PV-Anlagen, insbesondere Mini-PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, abgebaut? Also einmal Mieterstromkonzepte, einmal
Balkonkraftwerke die Hürden? Und dann als dritter Teil dieser Frage fragt Anja Fürstenberger, das ist die höchstgewoteste Frage im Bereich 2, zur Solarstromeinspeisung privat. Sie bittet dich um oder fragt dich nach Argumenten, warum das niederländische Modell des rückwärts laufenden Stromzählers in Deutschland noch nicht möglich ist, noch in Klammern. Ja, ich fange mal von hinten an. Das niederländische Modell, also auch unsere niederländischen Kollegen sagen, dass sich das letztlich nicht bewährt hat. Das Grundproblem ist das, wenn ich einfach den Stromzähler rückwärts laufen lasse, dann optimiere ich die Anlagen so, dass sie praktisch einfach nur das Maximum produzieren. Wo wir aber hin müssen ist, wir werden sehr bald in den, immer dann, wenn die Sonne scheint, ich sage es mal so ein bisschen pauschal, werden wir riesige Mengen Solarstrom haben. Und wenn die, vor allem, wenn die Sonne möglichst hoch steht. Dagegen brauchen wir möglichst viel Solarstrom, gerade dann auch in den Morgens- und Abendstunden, um einen größeren Teil des Tages abzudecken. Und dieses rückwärts laufende Zählermodell, das gibt keinerlei Anreize, die Produktion und die Nachfrage miteinander in Einklang zu bringen. Wo wir eigentlich hin müssen, ist, dass sowohl beim Einspeisen wie beim Ausspeichern, beim Verbrauchen, wir intelligente Stromzähler haben. Also nicht einfach rein raus, sondern wenn es sehr viel Strom gibt, dann muss der Preis niedriger sein und es wird einen größeren Anreiz, den Strom selbst zu verbrauchen oder einzuspeichern. Und umgekehrt muss es Anreize geben, dann einzuspeisen, wenn die Preise hoch sind. Und da müssen wir eigentlich hin. Und der Grund, warum es dieses Smart Metering in Deutschland noch nicht gibt, der ist komplett absurd. Das sind nämlich Datenschutz- und Datensicherheitsbedenken. Und das ist ein riesen bürokratisches Ding. Meine Kollegen da, die bei Patrick Greichen arbeiten, die sind da dran. Das brauchen wir dringend. Es gibt eigentlich eine EU-rechtliche Vorgabe, dass wir das haben. Und es gibt das in Deutschland. Ich sage zentral dafür, dass das mit den Elektroautos das Netz in Zukunft stabilisiert und nicht womöglich die Leute alle zum gleichen Zeitpunkt anfangen, ihre Autos zu laden. Also dieses Smart Metering, don't get me started on it. Ja? Also das ist komplett absurd. Mit den Balkonanlagen, da kann ich Vollzug melden. Also da gab es ja Berichte und Verunsicherungen über zusätzliche bürokratische Auflagen. Da findet ihr auf der Webseite des BMWKs die entsprechenden Klarstellungen. Die Ängste, die es da gab mit zusätzlichen Zertifizierungen, und hast du nicht gesehen, das ist alles geklärt. Wo es noch Diskussionen darüber gibt, ist Folgendes, und das muss ich auch offen sagen, aus meiner Sicht Bürokratieabbau hätte ich gerne gesehen, dass wir einfach sagen, Balkonanlagen, jeder darf die anstöpseln, ohne noch irgendwelche Registrierungspflichten. Und umgekehrt, auch unsere, muss ich auch offen sagen, auch unsere Energieleute, die sagen, nee, wir wollen zumindest wissen, wie viele PV-Anlagen gibt es überhaupt in Deutschland und wie groß sind die, und deshalb ist es weiter so, dass man die Balkonanlagen auch anmelden muss. Ja? So, okay. Also kann man drüber reden. Ich will jetzt da auch nichts Schlechtes über die Kollegen sagen. Das ist eine laufende Debatte, wo ich beide Ziele verstehen kann. Aber das Internet ja auch schwer beschäftigten Restriktionen für die Balkonanlagen, das ist geklärt. Und bei den PV-Anlagen, insgesamt haben wir wirklich große Verbesserungen erreicht. Da muss ich auch sagen, es wird viele vielleicht hier wundern, es war das Bundesfinanzministerium, das hier am radikalsten vorgegangen ist. Also, dass es jetzt möglich ist, so relativ weitgehend einfach im Privatbereich, ohne dass man in die praktisch in der Steuererklärung sich um seine Solaranlage noch kümmern muss, weil das komplett freigestellt ist, das ist wirklich smart. Auch umsatzsteuerlich sind da jetzt die Möglichkeiten, die wir haben nach der neuen EU-Umsatzsteuerrichtlinie, wirklich genutzt worden. Also wir haben eine wirklich gute steuerliche Förderung bekommen und Entbürokratisierung. Und zudem haben wir auch einige regulative Hemmnisse bei den PV-Anlagen abgebaut. Und am Mieterstrom, da ist ja schon einiges verbessert worden mit dem Osterpaket. An dem Thema sind wir auch weiter dran. An konkreten Hinweisen,
wäre ich sehr interessiert, gerade was Bürokratie und Mieterstrom angeht, nach dem Osterpaket. Aber die Kollegen in der Energieabteilung sind dran. Aber das gilt insgesamt für alle Bürokratiemaßnahmen, Bürokratieabbaumaßnahmen, die mit Transformation zu tun haben. Jeder konkrete Vorschlag, der mich erreicht, interessiert mich. Gerne aber mit berücksichtigen, was wir schon beschlossen haben. Das spart uns dann Arbeit. Aber da bin ich weiter dran. Wir arbeiten das systematisch klein. Aber ich sage euch, Bürokratieabbau ist eine Sisyphusarbeit, weil es zu jeder Regel immer Leute gibt, die ganz toll und wichtig finden. Und wir arbeiten das klein, wir bleiben da dran. Auf der Webseite von mir findet ihr auch eine Liste, was wir alles schon geschafft haben. Danke dir. Dann ganz direkt bist du noch Thema Mieterstrom. Ja, da habe ich ja eben gesagt, wir haben schon beim Osterpaket und wir sind auch an weiteren Verbesserungen. Und jetzt geht es in die Technik dann hinein und das sprengt hier total den Rahmen. Aber im Prinzip und konkrete weitere Hinweise, welcome. Dann, dazu würde ich dann auch nochmal, weil da sehr, sehr viele Fragen sind, die würde ich dann auch sammeln, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben und auch viele Hinweise dabei. Das hat beim letzten Mal, ja, hast du ja gesagt, gut geholfen. Das würde ich auch wieder so machen, weil sonst glaube ich, wenn ich so ein bisschen auf die Zeit gucke, wenn wir da jetzt noch tiefer in den Bereich reingehen, ich glaube, dann verzetteln wir uns ein bisschen. Das, also bitte um Verständnis, alle, die dazu noch Fragen haben, wir sammeln das, schreibt die Sachen gerne noch, eure Kommentare gerne noch ins Slido rein. Ich schaue das dann durch und gebe das dann wieder an Sven. Das hat beim letzten Mal ja auch gut funktioniert. Dann reiche ich das komplett quasi einmal so durch. Und würde jetzt, weil wir jetzt 21 Uhr haben, wir wollen noch so eine halbe Stunde ungefähr machen, würde ich dann jetzt gerne mal in den Bereich Mittelstand und Bürokratieabbau gehen. Bürokratieabbau haben wir schon sehr viel besprochen. Würde, wie ich jetzt gesagt habe, die Energiefragen jetzt gerade mal so ein bisschen liegen lassen. Jutta H. fragt nochmal, und dazu hast du ja schon ein bisschen was gesagt, welche Pläne es gibt, Ausbildung, Handwerk und technischen Berufen wieder attraktiver zu machen. Wollt ihr eine Kampagne machen? Kannst du ja vielleicht nochmal, wenn du möchtest, zwei Sätze dazu sagen. Und dann kommt dann eine Frage, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, war von Michael Stamberger. Wann kann das BAFA seine Arbeit im Bereich der Sanierungsförderung stemmen? Energieberater warten inzwischen häufig ein halbes Jahr auf ihre Bezahlung. Ich glaube, das geht vielen Leuten, die ihr Eigentum haben oder was ändern wollen, geht das sehr ähnlich. Dann vielleicht mal diese zwei Sachen. Also einmal nochmal, genau, ja, Fachkräfte und BAFA. Sehr berechtigt. Ist alles sehr berechtigt. Also ich fange mal mit dem BAFA an. Die Kollegen im BAFA, die haben wirklich ein Problem. Das sind so viele Programme, beginnt mal mit den ganzen Corona-Geschichten, die zwar nicht hauptsächlich im BAFA lagen, aber auch dort ihren Niederschlag hatten. Kannst du nochmal, sorry Sven, erklär nochmal kurz für unsere englischsprachigen Gäste auch, was das BAFA ist. Sonst das so das der BAFA ist das Bundesamt, was im Grunde für die Abwicklung von Anträgen in aller Regel zuständig ist, wenn wir die bundesweit abwägen. Es gibt natürlich auch Dinge, die bei der KfW liegen, aber viele Programme werden technisch beim BAFA abgewickelt. Und es beklagen sich alle. Ja? Also EnergieberaterInnen, ein Beispiel, aber bei mir beklagt sich auch die Rüstungswirtschaft, dass die Ausfuhrgenehmigungen nicht schnell genug erteilt werden. Und das Gleiche haben wir bei der Auszahlung der Zuschüsse, die energieintensive Unternehmen jetzt ja schon bekommen oder zum Teil eben zeitverzögert bekommen, weil das einfach seine Zeit dauert. Und wir arbeiten mit den Kollegen im BAFA an den entsprechenden Reformen. Da werden neue Standorte aufgebaut, wo wir dann Zugriff auf andere BewerberInnen haben. Und es ist mal zugespitzt mit dem BAFA, wie mit allen anderen Leuten, die Fachkräfte suchen, auch. Arbeitskräfte sind extrem knapp. Und wenn man dann, wie der öffentliche Dienst, Schwierigkeiten hat, einfach marktgerecht zu bezahlen, also das BAFA hat einige Standorte in Hochlohnregionen Deutschlands, dann finde ich das Fachpersonal nicht, weil das eben auch für andere arbeiten. Also ich sage mal eins, am BAFA kondensiert sich
was auf Deutschland in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes und der Verwaltung zurollt, dass wir nämlich schlichtweg die Leute nicht mehr finden, um die Verwaltung am Laufen zu halten. Und das wird im BAFA, wo jetzt einfach die Anforderungen so hochgeschoben wurden, regelrecht sichtbar. Und wir haben einen eigenen Managementprozess, um mit den Kollegen im BAFA daran zu arbeiten, selber die Verfahren schneller zu machen, mehr Personal zu finden, aber auch vieles zu digitalisieren. Aber auch das wieder braucht Fachkräfte. Und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Also wir arbeiten da dran und die kritischen Fragen sind berechtigt und nachvollziehbar. Zum Handwerk und den Ausbildungen, das ist für uns total zentral. Wir arbeiten da auch mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks eng zusammen. Da muss man natürlich zu sagen, da gibt es nicht nur die Transformationsberufe. Wir haben die gleichen Mangelprobleme auch in anderen Bereichen und die sind auch wichtig. Also es gibt ja nicht nur Transformation zu stemmen, aber die Attraktivität des Handwerks verdient eindeutig eine Steigerung. Und jetzt sage ich aber noch was, was vielleicht da nicht allen gefallen wird. Ja, es gibt beim Handwerk nicht nur das Problem, wie viele Leute hineingehen, sondern vor allem, wie viele wieder herausgehen. Und das Handwerk verliert sehr viele der Leute, die dort ausgebildet werden, weil sie einfach schlechter bezahlen als zum Beispiel die Industrie. Und gerade bei vielen der sensiblen Berufe, die sind von der Industrie sehr gesucht und dann sind die Leute weg aus dem Handwerk. Also wir werden uns auch daran gewöhnen müssen, dass Qualitätsarbeit im Handwerk etwas kostet, was auf Augenhöhe sein muss mit dem, was Industrie bezahlen kann. Und das ist Teil der Lösung. Und gleichzeitig werden eben alle Sektoren der Wirtschaft konkurrieren um die begrenzte Zahl an jungen Leuten. Und umso wichtiger ist, dass wir nicht nur über die Frage der Ausbildung reden, sondern auch über die Zahl der Leute, die überhaupt schon im Arbeitsmarkt sind und wie viel Zeit sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Also, und da ist das größte Thema Frauenerwerbstätigkeit, die ist in Deutschland in Stunden gemessen noch relativ niedrig und dafür kann man viel tun, dass gerade Vereinbarkeit, Familie, Beruf für alle in der Gesellschaft, nicht nur Frauen, dass das besser wird. Wir haben also noch viele Arbeitsstunden, die wir auch aus der eigenen Gesellschaft heraus mobilisieren können. Aber das Riesenthema, also für die kleineren Unternehmen, ist Fachkräfte das Top-Thema Nummer eins nach dem Bürokratieabbau. Das sind die zwei Dinge, was kleinen Unternehmen das Leben in Deutschland schwer macht. Da würde ich gerne eine Frage von Jonas direkt noch reinschießen. Und zwar, der bringt ja auch noch einen anderen Aspekt mit rein. Er fragt, wann findet die massenhafte Umschulung von Beschäftigten in fossilen Bereichen, Autoindustrie, Kohle und so statt? Wie soll sie gefördert werden? Also in den Kohleregionen gibt es entsprechende Strukturstärkungsmaßnahmen. 40 Milliarden Euro werden da ausgegeben, um den Kohleausstieg dort zu verarbeiten. Und mit diesem Geld können eben auch genau solche Maßnahmen gefördert werden. Gleichzeitig ist die Lage in den drei Kohlerevieren auch sehr unterschiedlich. Also mal zugespitzt gesagt im Rheinland, wenn man sieht, wie viele Leute noch gebraucht werden, um dort irgendwann die Tagebaue rückzubauen und so weiter. Der Arbeitsmarkt im Rheinland wird die Menschen aus dem Kohlebereich im Wesentlichen aufnehmen. Da wird es auch Leute geben, die brauchen weitere Umschulungen und so weiter. Aber da haben wir nicht so große Sorgen. Wir haben größere Strukturprobleme in einigen der ostdeutschen Länder. Deshalb geht da auch der größte Teil des Geldes hin. Und das ist auch ganz richtig. Bei der Automobilindustrie muss ich sagen, da ist es so, dass wir auf der einen Seite natürlich Zukunftsindustrien in Deutschland stärken. Und die werden die Leute aus den entsprechenden Unternehmen dringend suchen. Und ich sehe im Moment noch nicht, dass wir hier in eine häufig ja befürchtete Massenarbeitslosigkeit durch Transformation kommen. Ich sehe geradezu das Gegenteil. Die Transformation kommt nicht in Gang, weil wir nicht genug Arbeitskräfte haben. Also die Problemwahrnehmung, die viele hatten, so nach dem Motto, wenn wir jetzt mit der Ökologie ernst meinen,
dann müssen wir auch bedingungslose Grundeinkommen einführen, weil es viel zu viel Arbeitskräfte gibt. Also diese ganze Art von Erzählung hat sich völlig in ein Gegenteil verkehrt. Wir müssen nicht weniger Arbeiten fördern, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir genug Arbeitskräfte für die Transformation haben. Und natürlich muss man dazu den Menschen, deren Qualifikationen ein Update brauchen, denen müssen wir helfen. Und das tun wir auch und die Programme kommen auch entsprechend. Aber wir haben da im Moment kein Problem größerer Natur. Eine andere Frage ist dann, ob man nicht so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen aus anderen Gründen gut finden kann. Das wäre jetzt eine eigene lange Debatte. Aber wegen jetzt drohender großen Mangel an Arbeit in Deutschland, das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Dann fragt noch jemand, der sich nur einfach grünes Mitglied nennt, auch in dem Bereich, und dann will ich die Frage Fachkräfte auch so ein bisschen jetzt abschließen. Was können die Grünen hinsichtlich der Kürzung des DAAD und der Humboldt-Stiftung unternehmen, also der Förderung von Menschen, die aus dem Ausland kommen, nach Deutschland auch zur Forschung und zum Forschen, mit Blick auf den Wissenschaftsstandort ein falscher Weg? Ja, also ich muss sagen, liebes grünes Mitglied, die Verhandlungen aller Ministerien mit dem federführenden Finanzministerium sind hart. Und da sind Einschnitte gemacht worden, auch bei absolut zukunftsrelevanten Bereichen, insbesondere bei Forschung, Studierendenaustausch, Zuschüssen in diesem Bereich, bitter. Und ich sage es mal mit einem Augenzwinkern, auch die Kollegen im Bildungs- und Forschungsministerium, die haben gedacht, wir sind ja FDP, ihnen wird es irgendwie besser gehen. So war es leider nicht. Also es gäbe ja viele gute Gründe, warum wir mehr Geld in Forschung und Bildung stecken sollen. Aber am Ende ist eben klar, die Einhaltung der Schuldenbremse führt zu Budgetrestriktionen in den Ministerien. Das ist so und ich kann nur sagen, das war auch Teil des Koalitionsvertrages und den stellen wir auch nicht in Frage. Ich kann aber die Kritik, die in der Frage liegt, die kann ich teilen. Gut, dann machen wir jetzt bei den Fachkräften einen harten Schnitt und ich stelle dir noch eine Frage, die dann doch noch zur Energie gehört, aber die ich denke ich auch sehr wichtig ist und wo es vielleicht auch eine schnelle Antwort von deiner Seite geben kann. Reinhard Wick fragt nämlich, woran liegt es, dass bereits installierte Anlagen aus Verwaltungsgründen, also er meint Photovoltaikanlagen aus Verwaltungsgründen nicht ans Netz gehen können? Das ging ja auch durch die Presse, dass da mit der Lizenzierung ein riesiger Stau ist und da Megawatt letztlich auf den Dächern liegen und verstauben, ohne Energie zu produzieren. Du hast es gesagt, meines Wissens ist das zentrale Lizenzierungs- und Abnahmeproblem gelöst. Also die Anlagen gehen jetzt ans Netz und das entspricht auch der Logik, dass wir gesagt haben, wir ermöglichen jetzt alles, was Produktion im nachhaltigen Bereich stärkt. Wir haben auch Restriktionen bei den Biogasanlagen aufgehoben. Wir haben diesen Irrsinn da mit den brachliegenden Erneuerbaren und PV-Anlagen. Das waren ja eine vierstellige Zahl von Anlagen. Also ein Stück aus dem Tollhaus ist das. Aber das Problem ist gelöst mit dem letzten Paket, was wir da gemacht haben. Wenn das nicht der Fall ist, ich bitte sofort um konkrete Beispiele und Begründungen. Gut. Dann jetzt ist mal kurz so 10 Sekunden zum Durchatmen. Jetzt kommt nämlich ein harter Schnitt. Jetzt gehen wir zum Thema Rüstungsimportkontrolle und Rüstungsgüter. Da gibt es auch wieder sehr, sehr viele Fragen. Wie gesagt, wir haben jetzt in den letzten 3 Teilen sehr viele Fragen zur Energie gehabt. Da gerne bitte noch alles reinschreiben, was ihr mitteilen wollt und ich gebe das dann gesammelt rüber. So, jetzt gehen wir aber zum Thema Rüstungsexportkontrolle. Das beginnt gleich, und du hast es wahrscheinlich schon erwartet, mit dem Thema Saudi-Arabien. Sven, bitte erläutere uns genau, warum Deutschland an Saudi-Arabien Waffen liefert und wann und wie das endet.
Also erstmal das, was ich am Anfang gesagt habe, gilt hier ganz besonders. Ich will erstmal transparent machen, was hier meine Rolle ist. Ich habe das übernommen als Zuständigkeit, weil das Wirtschaftsministerium federführend ist für den Bereich Sanktionskontrolle und Rüstungsexportkontrolle. Die kleineren Dinge werden im BAFA genehmigt. Alle politisch relevanteren gehen hier über meinen Schreibtisch. Und die wirklich relevanten Dinge, die gehen zwar auch über meinen Schreibtisch, aber werden dann im Bundessicherheitsrat beschlossen. Die wirklich relevanten Dinge, die da positiv beschlossen werden, werden dann dem Bundestag gemeldet. Die Dinge, die der Bundessicherheitsrat aus irgendwelchen Gründen nicht beschließt, die sind dann in einer, ja, wie soll man das sagen, die liegen praktisch auf Halde. So, ich habe mich mit diesem ganzen Bereich vorher überhaupt nicht groß beschäftigt. Ich habe mich da sehr tief eingegraben und ich finde es moralisch und von dem, was es mich an Stoßgebeten kostet, mit Abstand das Schwierigste, was ich hier übernommen habe. Und das ist, umso, wenn man auf der einen Seite die Genehmigungsentscheidungen auf der Basis geltenden Rechts treffen muss und auf der anderen Seite da eben grundlegende Überzeugungen hat, dann ist das, was einem Trost gibt, die Arbeit an dem europäischen Rahmen, aber auch an dem deutschen Rüstungsexportkontrollgesetz. Ja. So, das erstmal als Vorrede. Jetzt diese Entscheidungen zu Saudi-Arabien. Ich war nicht in der Sitzung, die das beschlossen hat, weil ich bin eben kein Mitglied des Bundessicherheitsrats, aber und was ich darüber weiß, aus dem Vorgang ist praktisch alles geheim und ich darf darüber nicht reden. Ich kann daher nur Dinge sagen, die sowieso schon durch zum Beispiel Anfragen im Parlament oder andere Informationen öffentlich sind. So, und Tatsache ist, dass Deutschland in der Vergangenheit für bestimmte Rüstungsgüter internationale Gemeinschaftsprojekte gestartet hat. Davon gibt es ziemlich viele. Und diese beruhen auf jeweils einzelnen Verträgen. Und die Verträge, die den jetzt aktuell diskutierten Exporten zugrunde liegen, die sind alt. Und in diesen Verträgen gibt es eigentlich keine Möglichkeit, die eigenen Zulieferungen zu unterbrechen. Und wenn man das dann doch macht, könnte man sich theoretisch, natürlich würde man da praktisch einen Rechtsbruch begehen, so sage ich das mal. Wo dann die Sanktion liegt, ist eine andere Frage, aber das ist eben eine extrem hohe Hürde. Und direkte Lieferungen von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien aus Deutschland, die gibt es gar nicht, sondern die stehen immer im Zusammenhang mit solchen Gemeinschaftsgütern. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir für diese europäischen Gemeinschaftsprojekte einen klareren, auch den gemeinsamen Regeln für die Rüstungsexporte entsprechenden Rechtsrahmen brauchen. Und was ich hier so zum Teil aus der Vergangenheit vorgefunden habe und mich und uns bis heute bindet, das führt zu Ergebnissen, die ich nachvollziehbarerweise, an denen ich nachvollziehbarerweise sehr viel Kritik gehört habe. Und das ist deshalb nachvollziehbar, weil der Jemen-Konflikt, dieser Krieg ist einer der am wenigsten Aufmerksamkeit erhaltenden großen humanitären Katastrophen unserer Zeit. Und das ist das, was ich dazu sagen kann. Und wir müssen alles tun, dass dieser Jemen-Konflikt aufhört. Der Waffenstillstand wird ja von den Houthis nicht verlängert. Nicht Saudi-Arabien, die es nicht verlängert haben. Aber trotzdem widerspricht es eigentlich den deutschen Regeln, in einen solchen Konflikt Waffen hineinzuliefern. So, das ist... Anders hat Annalena dazu viel gesagt, wo sie auch in einem großen Interview die Schwierigkeit dieser Entscheidung dargelegt hat.
Sie hat das auf der Bundesdelegiertenkonferenz gesagt. Das ist alles indeed sehr, sehr schwierig. Also gibt es auch einige Fragen, auch insbesondere zu Annalenas Rede auf dem Bundesparteitag. Die Frage ist, wie du das einschätzt, diese Argumentation zu sagen, da geht es auch um Geld, wenn wir das nicht machen, dann ist am Ende, muss man sich am Ende streiten um Geld für soziale Programme und so. Das war auch ja nochmal eine von ihren Argumenten und das wird hier in vielen Fragen gefragt in diesem Bereich. Bei allem Respekt will ich sagen, es war nicht das stärkste Argument in der Rede. Gut. Dann die zwei weitere Fragen. Jetzt mal eine Frage von Uta Amer. Der Ukraine-Krieg bedeutet eine große Belastung für das Klima, von Waffenproduktion bis Wiederaufbau. Setzen Sie sich für Diplomatie und Verhandlungen ein? Also, erstmal muss ich sagen, die Verbindung finde ich ein bisschen schräg. Also, was mich zuerst umtreibt in der Ukraine ist, wie viele Opfer dieser Krieg hat. Und die Frage der Kriegsverantwortung ist von der UN mehrfach ganz klar festgestellt worden. Hier gibt es einen Aggressor, der die Grenzen verletzt hat mit militärischen Mitteln, obwohl er selber zu den Schutzmächten dieser Grenzen gehört, die ja die Basis waren, dass die Ukraine die eigenen Nuklearwaffen abgerüstet hat. Aber mit welch fatale Wirkung das zeigt, dass auch hat, wenn ein Land, das seine Nuklearwaffen abrüstet, im Gegenzug eine Garantie bekommt für seine Integrität und das dann von einem der Vertragspartner verletzt wird, was das bedeutet für die Zukunft einer Welt ohne Massenvernichtungswaffen, ist offensichtlich. Also insofern, das sind die Zahl, die Opfer und das Überschreiten der Grenze zu versuchen, territoriale Gewinne mit militärischen Mitteln zu erreichen, das sind die Themen, um die es hier geht. Und wegen des Klimaschutzes kann man dazu keine mildere Position einnehmen. Und natürlich setzen wir immer auf Diplomatie. Deutschland wird immer auch versuchen, mit diplomatischen Mitteln zu arbeiten. Das haben wir die ganze Zeit über gemacht. Auch die europäischen Partner sind im Gespräch, sowohl mit der Ukraine, aber auch, so schwer das ist, mit Putin. Aber das ändert eben nichts daran, dass die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung hat und selbst entscheidet, wie sie das jetzt dort ausüben wollen. Und sie verdienen unsere Unterstützung. Dazu stehen wir auch. Und diese Waffenexporte sind immer, wie ich das mal formuliert habe, jede Waffe ist eine Niederlage, aber die Exporte sind trotzdem legitim. Danke dir. Dann wieder mal eine englische Frage. Und dazu schalte ich mein, muss ich erst mal einen Zoom umschalten, sonst höre ich mich doppelt. Adrian asks, from your perspective, what are the most powerful measures in your current politics towards global peace? Well, I actually believe that in the medium term, the most powerful tool we have is to transform Germany in 100% renewable energy system, because this will end a lot of dependency on fossil fuels, which are actually one of the reasons for many of the contested areas of war and peace. And therefore, this is also a contribution to peace policy. Second, I would say that investment in civil conflict resolution is absolutely crucial. So Germany will put more money into this, and Europe should do as well. So conflict resolution with civil means before actually shooting starts is the most important thing, and I can only deplore that until today, it's always when you talk about security, we talk about military.
we talk too little about the civil means. It's true that the German army is not in an acceptable state, and therefore we have also supported to actually fill these gaps. But at the same time, we are investing heavily in the civil side, which you see by the choice of having the foreign ministry in the hand of a green minister. And she is putting a lot of energy into this. And I would say that this is the most important thing to do. And lastly, I have to say, however, we are moving in a period where the importance of security and also of arms is not decreasing, but at the moment realistically increasing. We are seeing a more multipolar system of power, which leads unfortunately to more military spending and not less. And Europe is well advised to also keep its own and develop its own military capacities and increase European cooperation, also in order to make the costs of all this somehow acceptable. It deplorable, it remains. Danke dir. Dazu vielleicht noch auch eine Frage von Hartwig Hummel, die hochgevotet wurde. In welchem Umfang werden weiter Hermes-Bürgschaften für Rüstungsexporte übernommen? Ich muss sagen, ich kenne keine Zahlen dazu. Und dafür bin ich nämlich technisch nicht zuständig, weil es gibt eine klare Trennung, die ich auch sehr richtig finde hier im Haus. Die Unterstützung der Rüstungswirtschaft, zum Beispiel bei ihrer industriellen Entwicklung, die liegt in einer anderen Abteilung als die Genehmigung von Exporten. Die Genehmigung von Exporten findet streng nach den Kriterien des Rechts, das wir bisher haben, statt und wird nicht vermischt mit irgendeiner Wirtschaftsförderung. Und daher ist das nicht mein Fokus. Aber die Frage motiviert mich, diese Frage zu stellen, und sobald ich die Antwort habe, schicke ich sie dir zu. Wunderbar, das ist doch schon mal schön. Dann haben wir jetzt noch so 4-5 Minuten, deswegen würde ich gerne jetzt noch 2 Fragen stellen und dann noch eine kleine Abschlussrunde dir gerne anbieten. Die Frage von Rita Steinfort: Welche Rolle hast du bei der Zusammenarbeit, wenn man das überhaupt so ausdrücken kann, mit dem Iran, also Thema Iran in diesem Fall? Und dann Nina von Lobby Control moniert, dass das BMWK auf Informationsfreiheitsgesetzanfragen Monate gar nicht reagiert. Also wenn du da auch noch mal die Möglichkeit hast, einmal nachzufragen, glaube ich, würde sich Nina von Lobby Control sehr freuen. Genau, aber konkret Thema Iran. Ja, wir liefern keine Waffen in den Iran und wir halten die Sanktionsregime ein, und nur dafür bin ich zuständig. Und wiederum alles andere, was da womöglich an wirtschaftlicher Kooperation läuft, wir haben ja keinen Handelsboykott insgesamt, dann das läuft weiterhin woanders. Das ist wieder die gleiche Trennungslogik, die ich eben schon mal erklärt habe. Und IFG-Anfragen, liebe Nina, wenn hier IFG-Anfragen sind, wo ihr der Meinung seid, dass wir die aus rechtlichen Gründen positiv beantworten sollten, sag's mir. Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, liegt bei einer anderen Staatssekretärin, aber konkrete Hinweise gerne an mich. Ich kann nur eins sagen: Immer wenn hier IFG-Anfragen in meinem Bereich eintreffen, die jeweiligen Beamtinnen und Beamten kriegen davon immer rote Ohren, weil das bedeutet nämlich massive Überstunden. Das ändert aber nichts daran, dass das Recht auf Transparenz existiert und Vorrang hat. Und deshalb, wenn es konkrete Beschwerden gibt, sagen. Aber es gibt eben Grenzen für Informationsfreiheit.
Und die sind im Gesetz auch normiert und an die müssen wir uns natürlich auch halten, unabhängig davon, was ich insgesamt und allgemein über Transparenzfragen bei Dokumenten denke. Wunderbar. Dann begebe ich dir jetzt gerne für ein Schlusswort noch eine Frage von Nadine Metz, die, glaube ich, nicht nur hier bei den Rüstungsexporten eine Rolle spielt, sondern generell in der Arbeit auch des Ministeriums. Sie fragt nämlich jetzt speziell wegen Saudi-Arabien Rüstungsexporten, aber ich würde das verallgemeinern. Inwiefern braucht es stärkere Gesetze oder vielmehr Einhaltung der bestehenden Gesetze, unter anderem durch europäische Rüstungsexporteure und in vielen anderen Bereichen gilt das ja auch. Also du arbeitest viel an Gesetzen, aber was ist denn mit der Einhaltung der bestehenden Gesetze? Also erstmal ist das so, dass natürlich wir an vielen Stellen eine Logik haben, Europa macht ein Gesetz, Deutschland macht ein Gesetz und die Umsetzung liegt in Kommunen und Bundesländern. Das haben wir sehr, sehr viel und genauso auch die Überwachung von Gesetzen. Also der Bund überwacht die meisten Gesetze nicht selbst. Das gilt gerade auch im Umweltbereich. Oder wir hatten das Thema vorhin mit der Geldwäsche. Die praktische Überwachung läuft bisher extrem dezentralisiert. Und das bedeutet, in der Tat haben wir für die meisten Gesetze, die wir machen, nicht gleichzeitig die Kompetenz für die Überwachungsbehörden. Und das ist sicherlich ist eine Konsequenz des Föderalismus und das verweist auch auf einen Teil der Nachteile, die bei den vielen Vorteilen, die das eben hat, wenn man nicht so zentralistisch unterwegs ist. Bei den Rüstungsexporten gab es ja eine ganze Reihe von Negativbeispielen. Sehr bekannt geworden sind die Exporte von Waffen von Heckler und Koch nach Mexiko, die dann benutzt wurden, um dort die Studenten zu erschießen, als dort eine ganze Gruppe entführt wurde und andere eben direkt getötet wurde. Und deshalb als Reaktion auch darauf wurden viel strengere Regeln zum sogenannten Post-Shipment eingeführt. Das heißt, dass heute immer wieder nachkontrolliert wird, ob die Waffen noch da sind, wo sie eigentlich hingehören. Und jetzt im Rahmen des Rüstungsexportkontrollgesetzes schlagen wir auch die Einrichtung einer Whistleblower-Hotline vor, wenn es Hinweise gibt, dass das Recht bei der Rüstungsexportkontrolle nicht eingehalten wurde. Oder eben Waffen in falsche Hände, deutsche Waffen, in Deutschland hergestellte Waffen in falsche Hände gekommen. Insofern, die Frage ist total berechtigt. Bei den Rüstungsexporten gehen wir das an. Da hat auch die vorige Bundesregierung eben mit dieser Post-Shipment-Kontrolle einiges schon gemacht, was wir mit der Umsetzung Rüstungsexportkontrollgesetz verschärfen wollen. Aber das muss auch erstmal alles jetzt durch die Mühlen der Gesetzgebung. Und da kann ich nur sagen, das gilt auch weiter für das, was wir jetzt hier machen. In der Regierung kann man nur die Dinge am Ende wirklich bewegen, wo es in Zivilgesellschaft, progressiver Wirtschaft, Gewerkschaften, Medien Unterstützung gibt. Ohne diese Unterstützung wird es das alles nicht geben. Also jetzt aktuell gerade zum Beispiel, was ich mit der Verschärfung des Kartellgesetzes mache, aber auch bei den Rüstungsexportkontrollgesetz, diese Gesetze wird es nicht geben, Wenn es nicht öffentlichen Druck gibt, dass man sie haben möchte. Und vieles, was wir jetzt hier umsetzen, machen wir ja praktisch als Konsequenz von der großen Klimaschutzbewegung. Und dieser Druck ist auch dringend notwendig, weil es immer Partikularinteressen gibt, die diese Veränderung gar nicht wollen. Und insofern, das bleibt auch weiter meine Grundüberzeugung, nur gemeinsam in den Institutionen und mit Bündnispartnern in der Gesellschaft kriegen wir diese Dinge bewegt. Das heißt nicht, dass die Zivilgesellschaft zu einem Applausverein werden soll. Im Gegenteil, es braucht kritische Begleitung, aber nicht nur da, wo man laut Stopp rufen kann, sondern wo man auch dort an den Stellen, wo mächtige Gegner sich gegen gute Veränderungen stemmen. Und wenn man dann nämlich alleine in der Regierung sitzt,
dann führt das am Ende dazu, dass die Dinge, die man schon beschlossen geglaubt hat, sich gar nicht realisieren. So, und aber sag ich mal, das letzte Thema war natürlich schwere Kost, auch für mich persönlich. Ich merke das auch, wie meine Tonlage sich da ändert, weil mich das so beschäftigt. Und aber das ändert nichts daran, dass mithilfe der Präsenz hier in der Regierung wir jetzt einfach in der Lage sind, europäisch und national viele Dinge Realität zu machen, die wir lange nur gefordert haben. Und ich werke da gerne weiter dran mit. Bei allen Ambivalenzen, die das gleichzeitig auch hat. Und gleichzeitig eben bin ich überzeugt davon, dass die Entscheidung, ob wir es schaffen, in diesen 20er Jahren Europa zum Klimavorreiter zu machen oder ob wir das nicht schaffen, dass das ganz zentral ist für unsere wirtschaftliche Zukunft, aber auch vor allem, ob wir unseren Kindern noch ins Gesicht sehen können. Und das treibt mich hier an. Soweit erstmal. Lieber Sven, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort und ich glaube, ich würde dich gerne beim Wort nehmen, gemeinsam Druck aufzubauen für die Gesetze, die es braucht und hoffe, du kommst bald wieder mal in Europe Calling, nicht erst nach 10 Monaten. Also ich muss sagen, es war auch von den Fragen, auch die Wertschätzung, die jetzt gerade auch nochmal kam, ist es für die Leute nicht wirklich was Besonderes, diesen Ausschuss zu haben. Dafür ganz herzlichen Dank, auch wie offen du warst. Und du hast ja auch gesagt, was du nicht sagen kannst. Und vielen Dank, dass auch alle in den Fragen das auch sehr respektiert haben. Es war wieder auch eine sehr respektvolle Fragerunde. Wir werden die Fragen natürlich sammeln und das, was wir direkt einbringen können, dann auch an Sven schicken. Und Sven, wenn du das nächste Mal zu uns kommst, musst du dann das Geheimnis lüften, was hinten auf deinem Bild drauf ist. Das hat nämlich auch viele Leute interessiert, ob das irgendein Armageddon-Apokalypse-Bild ist dir noch nie aufgefallen. Den Leuten hier in Europe Calling ist das aufgefallen. Also Moment mal, müssen wir jetzt noch aufklären. Ich habe hier das Büro von meinem Vorgänger Herrn Nussbaum übernommen und diese Bilder waren schon da. Die sind, wenn man die beide zusammen anguckt, dann auf der anderen Seite ist auch noch so eins, dann sind sie überwiegend grün. Und da habe ich gesagt, okay, die können hängen bleiben. Er hatte außerdem eine Vorliebe für Schiffsmodelle. Und die habe ich alle rausgeschmissen. Also hier sind jetzt keine Schiffe mehr. Auf dem Flur standen die rum und hier im Büro standen die rum. Die Schiffe sind alle weg, aber seine Bilder sind noch da. Und er hat die Übergabe auch wirklich freundlich gemacht. Und insofern durften die Bilder bleiben. Das ist, das ist die ganze Geschichte. Und was das eigentlich bedeuten soll, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht. Und darauf kommt es aber nicht an. Es ist wenigstens ein bisschen Farbe hier drin. Wunderbar. Ich danke dir. Ich wünsche allen, die dabei waren, herzlichen Dank und eine gute Nacht. Dir auch eine gute Nacht und auf eine gute Arbeit und bis bald. Bis zum nächsten Europe Calling.